Herzlichen Dank an das Rainer Vodel-Trio, extra aus Leipzig hier zu uns gekommen, nach Pirna. Das war ein sehr schönes erstes Geburtstagsständchen, denn was machen wir heute? Wir feiern heute Geburtstag. Ich begrüße alle ganz, ganz herzlich hier im Tom-Paus-Theater. Die Ilse-Behnert-Stiftung hat sich gedacht, an diesem 2. Mai, wo draußen die Magnolien so herrlich blühen, feiern wir den Geburtstag einer Frau. Und zwar von Lene Vogt. Geboren wurde sie an einem 2. Mai, aber vor 130 Jahren. Im Übrigen, an diesem 2. Mai sind viele interessante Leute geboren. Werner Fink, allerdings 11 Jahre später. Helga Brauer ist auch. Und wer war es noch? Fipsfleischer. Also ein tolles Geburtstagsfest. Aber wir feiern natürlich vor allen Dingen Lene Vogt. Jetzt muss man sich mal überlegen, vor 130 Jahren, was hatten wir da in Sachsen? Da hatten wir noch ein Königreich. Da gab es noch der letzte König, hat noch regiert bis 1918, dann wurde er verjagt vom Volk. Und wir, was machen wir heute? Wir feiern aber nur in geschlossener Gesellschaft. Denn all die Katastrophen standen ja dem deutschen Land noch bevor, als Lene Vogt geboren wurde. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die DDR und die Pandemie. All das stand uns bevor. Und jetzt feiern wir in dieser kleinen, schönen Runde in geschlossener Gesellschaft. Tom Paus und ich, mein Name ist Peter Ufer, der Sie heute durch dieses kleine Programm führen darf, haben vor einigen Jahren das große Glück gehabt, eine Biografie schreiben zu dürfen über Lene Vogt. Und im Zusammenhang mit dieser Biografie haben wir verschiedene Dinge entdeckt. Das eine war, dass in Schleswig-Holstein befindliche Akten über ihren ersten Aufenthalt, wo sie als Patientin war. Und dort berichtet sie ihrem Arzt, was wir gar nicht wussten und niemand bisher wusste, dass sie auch Brüder hatte. Beide ihre Brüder waren vorher gestorben. Die Mutter war sehr, sehr betrübt darüber. Und als an diesem 2. Mai Lene zur Welt kam, hat die Mutter gesagt, als sie erfuhr von der Hebamme, dass es eine Tochter war, hat sie gesagt, habe ich zwei tote Jungs und gedacht, es kann nicht schlimmer kommen, so habe ich jetzt eine Tochter. Mal sehen, ob sie es überlebt. Sie hat es überlebt und deshalb feiern wir heute. Und als erstes darf ich ganz herzlich auf dieser Bühne begrüßen, Tom Pauls. Die sechste Lorelei. Ich weiß nicht, mir ist es so komisch und irgendwas macht mich verstimmt. Es ist möglich, das ist anatomisch, wie das eben beim Menschen so kommt. Die Elbe, die plätschert so friedlich, ein Fischkorn kommt aus der Tschechei. Drin sitzt eine Familie gemütlich, nun sind sie schon an der Bastei. Und oben auf dem Felsen, ne Kuche, da kämmt sich ein Fräulein ihren Zopp. Sie striechelten glatt, hübsch mit Spucke, dann steckt's ihn als Kauz auf den Kopf. Der Vater da unten im Kahne glotzt neuf bei das Weib ganz entzückt. Die Mutter meint traurig, ich ahne, die macht unseren Papa verreckt. Nun fängt die dort oben auf dem Felsen zu singen an auch noch ein Couplet. Der Vater im Kahn tut sich wälzen vor Feixen und jodelt, juhu! Bis Stille schreit ängstlich Ottilche, schon gibbelt ganz vor Sport der Kahn. Und plötzlich versinkt der Familie. Nee, Fräulein, was haben sie getan?
Herzlich willkommen zum Geburtstag von unserer lieben Lene. Lene Vogt hat ja zu allem, was uns umgibt, immer wieder einen Kommentar gehabt. Und zu allem, ob das nun das Wetter ist, und das ist ja heute gerade ganz besonders schrecklich. Und da habe ich mal gesucht, was würde sie heute für ein kleines Gedichtchen wählen? Und eine kleine Uraufführung, meine Damen und Herren, ich habe Folgendes gefunden. Komisch. Ich weiß es nicht, was ist das bloß jetzt egal mit dem Wetter? Da ist doch irgendetwas los. Denn früher war es viel netter. Als ich ein kleines Mädchen war, also die Lene Vogt, als ich ein kleines Mädchen war, ging alles noch hübsch richtig. Im Sommer schmorten wir halb gar, im Winter froren wir dichtig. Da haben wir es niemals nötig gehabt, im Juni noch zu heizen. Weil böse Kälte nach uns schnappt, zum Schnippen uns zu reizen. Und ebenso ist es nie passiert, dass Frühlingslüftchen milde noch im November ungeniert säuselten ins Gefilde. Ja, es herrscht eben keine Ordnung mehr, trotz unseren vielen Kalendern. Man schüttelt's Käppchen hin und her, doch kann man's etwa ändern? Lene Vogt ist ja für ihre Mundartdichtung berühmt gewesen, auch über die Ländergrenzen Sachsens hinaus. Aber sie hat auch in anderen Dialekten geschrieben, sehr, sehr selten und deshalb eine Rarität jetzt, gerade im Frühling, wo die Knospen platzen und wo die Leute sich verlieben. Und dann gibt es auch ab und zu einen Heiratsantrag. Der Heiratsantrag in Preußen. Fräulein Issi, ich glaube, diesmal hat sie geschnackelt bei mich. Ist also eine ganz tolle Situation. Hätte ich vor einem Jahr für ausgeschlossen gehalten. Ich, flotter Jungkirselle. Prinzip. Heiratsgedanken. Ha, lächerlich. Erst mit sie ist es so über mir gekommen, dass ich wie ein Verrückter im Mann ihn denke. Und ich schmeichle mich das. Da will ich Sie was sagen. Schließ mal das Geschäft ab für immer. Ist ihr macht Schnudecken. Küsschen. Der Heiratsantrag in Bayern. Ich weiß nicht, Rätsel. Kein Bier schmeckt mir mehr, kein Gesicht, das macht mir noch erfreut. Der Kreuz teif ich noch einmal, entweder stirb ich oder ich bin verliebt. Und dran bis heute du schuldig. Das ist doch gleich, als hätte man mein ganzes Eingeweid um und drum und draht. Was hab ich mir früher Scherzen gemacht? Ich bin ein gescheit bisschen mit der Liebe hergekommen, das Riesel dahergeschickt. Da war's aus mit dem Bier und mit Gesichten. Dirndl, sollte das so weitergehen mit deinem Buben? Machst du mich fein verhungern lassen? Schau, dass du mich ein wenig gern hast. Das hab ich gespürt beim Ländler gestern. Und dann hast du mir so die Hand gedruckt. Kreuzteif ich nur einmal, das darfst du nicht zum Gaudi gemacht haben. Du, sonst sollst du mich kennenlernen, du saurische Hex. Her mit der Prankeln, jetzt hol ich dich fest fürs Leben. Der Heiratsantrag in Sachsen. Ich weiß nicht, also, Fräulein Trutschen, mir ist es eigentlich so komisch ums Herz herum, als wenn mich da irgendwas drückte. Können Sie denn auch gar nicht erraten, was das sind? Gände, nee. Na ja, gut, da will ich immer ein bisschen deutlicher machen, sonst denken Sie am Ende schon bei Bauchkneipen und das wäre ja irgendwie sehr peinlich. Also was ich sagen wollte, was mich da so abdrückt, das ist nämlich... Das ist die Liebe. So, jetzt ist es raus. Also
Freund Rütschen, jetzt wissen Sie es, ich habe immer gelesen, in der Ehe, da wird es dann besser, wenn man so seine Gemütlichkeit hat und so, da lässt sich der Nervosität von alleine, und lange genug sind wir da zusammen rumgelaufen, die wollen mir nicht einmal Angst machen hier mit dem Standesamt, wir kriegen ja sonst ein ganzes Leben keine Wohnung, wenn wir so weiter rummehren als Lädsche, Mensch. Danke an das großartige Rainer Vogel Trio. Und zwar, die drei Herren sind ja extra aus Leipzig heute hier angereist, weil ja Lene auch in Leipzig groß geworden ist. Und zwar vielleicht bei dir um die Ecke in Volkmarsdorf, glaube ich. Und da wohnte sie mit ihren Eltern. Der Vater war Schriftsetzer, die Mutter war zu Hause. Wohnte sie in einem Hinterhaus und dort war sie eingesperrt. Die ersten 4 Jahre ihres Lebens durfte Lene nicht aus dem Haus, weil die Mutter eine derartige Angst hatte, dass ihr irgendwas geschehen konnte. Und erst zu ihrem 4. Geburtstag durfte sie das erste Mal in den Hof runtergehen. Und von oben hat die Mutter geguckt, was sie da macht. Und da ist sie anderen Kindern begegnet, zum Beispiel Hans. Hans hat in unmittelbarer Nähe gewohnt und das war Hans Reimann. Also einer ihrer Zeitgenossen, ein großartiger Schriftsteller, der dann ganz viele Geschichten über den letzten König beispielsweise geschrieben hat oder auch das Drehbuch zur Feuerzangenbowle, das war Hans Reimann und mit dem zusammen ist sie groß geworden und viel später sind sie sich dann in verschiedenen Kabaretts begegnet. Sie hat dann Erzieherin gelernt, später Verlagskontoristin und nebenbei hat sie immer geschrieben und sie hat als Erzieherin, das erste Mal in einem Privathaushalt, auch Kaspertheater gespielt und hat Märchen erzählt, die sie später aufgeschrieben hat. Und ich freue mich sehr, dass Anke Geißler heute hier ist, ebenfalls um Lene zu gratulieren, auch extra aus Leipzig gekommen, ich denke mal direkt aus dem Keller, aus dem Akademikerkeller, hier zu uns ins St. Pauls Theater. Herzlich willkommen, Anke Geißler. Dankeschön. Hänsel und Gretel. Da ist immer ein Holzhackersehepaar gewesen. Die wohnten tief im Walde drinne in einer Hütte. Sie hatten 2 Kinder, Hänsel und Gretel. Das waren sehr fische Landekerlchen, trotzdem sie noch nie in eine Großstadt hineingekommen waren. Wie es nun mal wieder Frühling wurde und die Leute in der Stadt mit Heizen aufhörten, gärte der Papa Holzhacker eines Abends mit furchtbar schlechter Laune heime. Alle seine Holzbindel brachte er wieder mit, weil er nicht ein einziges hatte verkaufen können. Erst starrte er mächtig schimpfen, weil die Kartoffeln mit Hering heute so einen komischen Nebengeschmack hatten. Und schließlich nahm er seine Frau beiseite und sie duschelten eifrig miteinander. Du, Marte, sagte der Holzhacker, so geht das einfach nicht weiter.
Für uns zwei, da langt's ja gerade noch, aber die Kinder, die müssen auf gut Glück selber in die Welt hinauslaufen und sich durchzufinden suchen. So haben sie alle beide ein angenehmes Eisre, da wird sie schon einer adaptieren. Die Mama weinte erst ein Häppchen, aber dann gab sie ihren Mann recht. Sie sagte bloß noch, mit dem Verstand sehe ich ja ein. Bloß mit dem Herzen nicht. Ach was, meinte der Mann. Ein Herz ist für uns arme Leute Luxus, damit können wir uns gar nicht erst abgeben. Und so wurde gleich am nächsten Morgen den Eltern ihr Plan ausgeführt. So brachen alle zusammen früh um 6 Uhr auf. Und wie Hänsel und Gretel im schönsten Spielen im Walde drinne waren, zogen die beiden Alten sachte Leine. Die Kinder merkten erst, dass sie alleine waren, als Gretel fünfmal hintereinander niesen musste und ein Schnupftuch brauchte. Da rief sie nach der Mama, weil dies Familientaschentuch immer in der Scherze trug. Wie keine Antwort kam, blägten alle beide laut durch den Wald nach ihren Eltern und schließlich meinte Hänsel, ach Quatsch, jetzt hör mal auf, sonst wär mal heiser. Wer weiß, was der Papa und die Mama wieder ausfressen zusammen. Mittlerweile war es finster geworden und die Kinder fanden sich nicht mehr zurück. Schon wollten sie sich ins Moos niederhauen und bennen. Da sagen sie ein Lichtchen durch die Bäume schlunzen. Nanu, meinte Gretel verwundert, was könnte denn das sein? Na, vielleicht eine Bedürfnisanstalt für den Förster, sagte Hänsel und sie latschten auf die Stelle drauf zu. Da gab es so eine große Überraschung. Sie kam nämlich an ein kleines Häuschen, das ganz und gar aus Pfefferkuchen gebaut war. Wegen der Aerosole, he? Na? Wie auf Kommando fing die beiden Kinder an zu knabbern, jedes an einer Ecke. Wenn wir in der Mitte sind, dann treffen wir uns, feigste Hänsel und zerbiss mit Gekrache einen Riesenmantel. Da auf einmal piepste eine dünne Stimme hinter der Türe. Knusperk, Knusperk, Neischen, wir merken dir an, mein Neischen. Die Kinder schwindelten freilich. Das ist der Wind, du kannst uns glauben, der raschelt durch den Apfelbaum. Plötzlich tat sich die Tiere auf und eine greilige alte Hexe stand vor Hänsel und Gretel. Fährste gleich nicht, ihr Kleinpurpse. Ich war nämlich auch immer jung und schön. Das muss aber lange her sein, feigste Gretel und haute ein Zuckergantfenster ein. Der Alte lächelte sie sauer und sagte dann, ihr müsst aber auch mal was Warmes reinkriechen in die Therme. Kommt, kommt nein bei mich. Ich habe gerade saure Bieben gekocht. Falsche Seite, Moment. Hänsel und Gretel ließen sich nur bewerten und verdilschten in einer halben Stunde eine Schüssel Kreibchen, jeder zwei tiefe Teller Bieben und hinterher noch eine ganze Terrine mit Backflaum. Nachher musste Gretel das Geschirr aufwaschen und Hänsel wurde in den Stall geschickt zum Brikettschichten. Auf einmal merkte der Junge, dass ihn der Alte von außen eingeriechelt hatte. Na, das war nun schon nicht mehr so ganz geheuer. Und richtig, der Hexe hatte auch wirklich was ganz Scheißliches vor mit dem Kleinen. Sie war nämlich eine leidenschaftliche Kinderfresserin. Und das sagte sie auch noch zu der armen Gretel, die gerade hier Öffwasch machen musste und Feier. Ich hole bloß noch ein Viertel von Paniermehl aus der Speisekammer, meinte der Alte. Heize du derweil richtig ein, du dein Bruder. Das ist ein Trotzkopf, der wird wohl lange schmoren müssen, bis er gar ist. Damit humpelte sie naus aus der Küchentiere. Weil nur aber Gretel so dicht schweinen musste, purzelten die Tränen die ganze Feierung wieder aus und löschten die Glut. Die Hexe machte großen Krach, als sie wieder kam und sagte zu der Kleinen, so, jetzt pass mal auf, du Däpsedrine, jetzt will ich schon mal zeigen, wie man ordentliches Feierchen macht. Das
sollte der Hexe ihr Verderben sein. Denn im Nu bickte sich die schlaue Gretel, gab der Alten einen zackschen Fußballtritt und ließ sie verbrennen. Schnell wurde nur Hänsel aus seinen Ställe befreit und die Kinder huppen wie nasch vor Freude ums Häuschen drumrum. Da hörten sie plötzlich, wie von ferner einer im Walde der Internationale pfiff. Du Hänsel, ich glaube, das ist der Papa, rief Gretel und sie antworteten mit der Marcel Schäse. Und tatsächlich, es waren die Eltern, die sich auf die Suche nach ihren beiden Sprösslingen gemacht hatten. Da gab es natürlich ein großes Hallo, wie sie das schöne süße Häuschen sahen. Und weil mit der alten Holzhackerhütte seit dem letzten Sturm sowieso nicht mehr viel los war, holten sie fix ihr paar Möbel her und die ganze Familie etablierte sich in der Pfefferkuchenvilla. Die Hexe hatte aus ihrer Jugendzeit noch eine Truhe voll Klamotten aufgehoben, sodass sich die Holzhackersfrau gleich vom Kopf bis zu den Fiesen neu anbäbeln konnte. Dann fanden sie in einer Kommode noch ein Päckchen Liebesbriefe aus der Hexe ihren Backfischjahren und darüber haben sie sich alle vier bald krank gelacht. Das war immer. Es bleibt schon gemieter. Auf dem Scherbelberg stand ein Student, der guckte so starr ins Gelände. Gunther, machst du uns mal einen Studenten, bitte? Spiel mal einen Student. In meinem Alter? Nur ist doch genau richtig. Und guck mal starr ins Gelände. Also wie immer. Richtig. Sehr gut. Nicht weit davon saß die Frau Meier und der schien sowas nicht geheuer. Sie machte sich schüchtern an ran und meinte: Mein gutester Mann, ich hab sie beobachtet schon lange. Drum wird mir's ums Herz so bange. Sie könnten sich das Leben wollen vergessen und sich in die Tiefe hineinstürzen. Das Sterben hat doch aber noch Zeit. Es tat manchen hinterher leid. Ja, das ist das Leipziger Gemiete in seiner bedulischen Gede. Gunther, kannst du jetzt wieder der Gunther sein? Danke. Ja. Sie haben ihn ja schon gesehen, Gunther Böhnke ist da, auch aus Leipzig. Und zu Gunther Böhnke muss ich Ihnen, darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar gab es in Leipzig in den 60er, 70er Jahren einen Mann, Wolfgang U. Schütte. Und Wolfgang U. Schütte hat das Leben und vor allem das Werk von Lene Vogt wieder in das Gedächtnis damals der DDR-Bürger gebracht. Denn es war so, dass nach 1945 die Geschichten von Lene Vogt vor allen Dingen auf Sächsisch in der DDR nicht erscheinen durften und nicht sollten, weil es immer eine Erinnerung war, diese Mundart, an den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, der auch ein Leipziger war. Deshalb keine Geschichten von ihr auf Bühnen und erst recht nicht in irgendwelchen Büchern. Und Wolfgang U. Schütte hat gemeinsam mit seiner Frau Monika langsam angefangen, die Bücher, die im Westen
erschienen sind, weil der Bergmann Verlag, bei dem vor 1945 alle Bücher von Lene Vogt erschienen sind, ist in den Westen gegangen, hat die Lizenzen dann an Rowohlt verkauft und dort sind sie erschienen. Und Wolfgang Schütte hat also die Erstausgaben von Lene Vogt wieder gefunden, hat aus dem Westen Bücher mitgebracht und hat die ersten Programme geschrieben. Und Gunter Böhnke gemeinsam mit Bernd Lutz Lange haben dann im Akademikerkeller die Programme wieder aufgeführt und damit quasi in das Gedächtnis der Leute wieder zurückgebracht, die herrlichen Geschichten. Und was Wolfgang Schütte betrifft, ist es so, dass er im vergangenen Jahr und auch seine Frau gestorben sind. Und dann ist etwas, ehrlich gesagt, ziemlich Schreckliches passiert. Nicht nur der Tod war schrecklich, sondern die Schüttes hatten ihren Nachlass nicht geklärt. Das heißt, alles Material, was die Schüttes zusammengetragen hatten, sollte dann, weil die Wohnung freigeräumt werden sollte, wäre alles in Schutt gelandet. Also der Container vor der Wohnung stand schon da und dann haben in letzter Minute aktive Leipziger von der Lene Vogt Gesellschaft und auch vom Stadtmuseum haben das Erbe und den Nachlass gerettet, wo also Handschriften, Erstausgaben, Korrespondenzen mit anderen Schriftstellern ihrer Zeit, von Hans Reimann haben wir schon gehört, Ringelnatz war auch einer ihrer Zeitgenossen, mit dem sie korrespondiert hat, aber auch Erich Kästner. Und Gunter Böhnke kommt jetzt zu uns und erzählt uns wunderbare Gedichte, die er mit gerettet hat. Hier ist er, Gunter Böhnke. Das Heideräslein in Sachsen, mitten auf der Dresdner Heide, stand ein Weib in rosa Seide. Schicke Strümpe, Bubi-Käppchen in Ohrring, goldsche Knäppchen. Da kam ein Motorradfahrer, ohne Sozius Bubschen war. Dem sprang mit koketter Miene das Freilein flink vor der Maschine. Halt, so sprach die gecke Kleine, nimm mich mit, sonst wär's gemeine. Wupp, dich schwang sie sich aufs Rädchen. Tja, so sind die sechsten Mädchen. Und jetzt? Ein Schlafkranker. Ich könnte mein Lähm glatt verbeufen. Es liegt so in meiner Natur, vom Drange zum Hüppen und Laufen, da findet sich bei mir keine Spur. Man hat schon auch seine Erklärung für jedes Quartal bei der Hand. Im Frühling, da kommt's von der Gärung, wenn Lenzwind durchseiselt das Land. Im Sommer, da kommt's von der Hitze, das können wir doch verdenken, geh Schwein. Und ehe ich zu Tode mich schwitze, schlaf ich doch lieber gleich ein. Im Herbst, da werden kürzer die Tage, die Dämmerung umdüselt's Gehirn, so wird ihnen ja das Wachen zur Plage. Drum schläft man da egal so gern. Und was ihn betrifft, gerade den Winter, das brauchen wir nicht erst zu definieren. Das wissen schon ganz kleine Kinder. Im Bett kann keiner erfrieren. Horch drauf, meine Paula, mein Schatz! Dein Liebster steht hier auf dem Platz und rupt die Gitarre so süß. Oh, Paula, oh, du mein Paradies. Erhöre mein zärtliches Flehen, komm runter bei mich und wir gehen ganz selig tief hinein in den Wald. Mensch, Paula, bist du nicht so kalt? Hast du denn kein Herz im Leib? Du Satan, du teuflisches Weib! Die Liebe, die Nacht, wir Wurm hier! Mensch, Paula, du hast mich verdorben! Doch wenn du nicht bald kommst raus, da fackst du die Gitarre vors Haus und bammle mich auf! Anne Baum! Du, Paula,
Das kannst du mir glauben. Mensch, Paulus. Danke nochmal an euch. Lene Vogt hat ja nicht nur großartige Werke verfasst, und das ist wirklich das Verblüffende an ihr, dass sie mit einer Heiterkeit das Leben beschrieben hat, aber ihr Leben selber eigentlich gar nicht heiter war. Sie hat geheiratet, Rainer, das war schon das Erste, aber warum war die Heirat nicht so doll? Weil sie nämlich 1914 geheiratet hat, das war eine Kriegshochzeit. Das heißt, sie sind quasi früh auf dem Hauptbahnhof in Leipzig gefahren. Da wurden hintereinander weg alle Soldaten mit ihren Frauen verheiratet. Sie waren verheiratet und wurden in den Krieg geschickt. Sie hat ewig gewartet, dass ihr Mann Otto ihr irgendwann mal einen Brief schreibt, vielleicht eine Feldpostkarte. Er hat niemals irgendwie geantwortet, er hat niemals geschrieben, und irgendwann ist er zurückgekommen, war verletzt, hat den Arm verloren gehabt. Und im Krieg selber, 1917, hat ihr Vater sich selber umgebracht. Er hat sich quasi ertränkt, weil er einfach das Leben nicht mehr ausgehalten hat. 1920 haben sich Lene und Otto scheiden lassen, weil die Ehe tatsächlich unglücklich war. Sie hat dann einen Freund gehabt, das war ein Operettensänger. Der hieß auch noch Geil, und der war aber ein totaler Säufer, ist dann irgendwann auf dem Weg nach Dresden, wo er in die Operette wollte, war so betrunken, dass er irgendwo in der Kälte gestorben ist, erfroren ist. Ihr Sohn, den sie hatte, Alfred, ist mit 4 Jahren gestorben, und 1936 ist ihr auch noch die Sprache verboten worden. Sie hat in den 20er, 30er Jahren große, große Erfolge gefeiert mit den sächsischen Klassikern, mit den Balladen. Und die Nazis haben dann gemeint, dass die Mundart, die sächsische Mundart, wäre zum einen nicht stark, nicht kräftig genug, um den deutschen Helden zu beschreiben. Und auf der anderen Seite gab es einen etwas merkwürdigen Lehrer, Rawolle hieß der, aus Radebeul, der hat ein Gutachten über den Dialekt, insbesondere den Leipziger Dialekt, geschrieben und wollte nachweisen, dass der Leipziger Dialekt angeblich sehr, sehr jiddisch sei. Totaler Schwachsinn, aber die Nazis haben das zum Anlass genommen, die Sprache, die
den einzigen Dialekt in ganz Deutschland, den Sächsischen, zu verbieten. Und damit ist für Lene Vogt absolut eine Welt zusammengebrochen. Sie hatte ihren Freund verloren, sie hat ihren Vater verloren, sie hat ihr Kind verloren und zum Schluss auch noch ihre Arbeit und ihre Sprache. Und da ist sie wahnsinnig geworden, ist eingeliefert worden und ist letztlich bis zu ihrem Tod nie wieder wirklich gesund geworden. Wir erinnern uns aber heute umso größerer Freude an ihre Werke und das, was sie geschaffen hat. Und deshalb begrüßen Sie nochmal Tom Pauls. Und damit die Leipziger Dominanz hier nicht zu groß wird, haben wir uns Beate Laas aus Dresden eingeladen. Herzlich willkommen. Friedrich Schiller, der Handschuh. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Und sieht sie stumm ringsum, mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut und schlägt mit dem Schweif einen riesigen Reif. Im Kreise scheu umgeht er den Leu, grimmig schnurrend drauf, streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit wilder Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt ihn mit seinen grimmigen Tatzen und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die greulichen Katzen. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leuen mitten hinein. Und zu Ritter Delorges, spottenderweise, wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stund, ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und Edelfrauen und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht, und verlässt sie zur selben Stunde. Lene Vogt, der Handschuh. Der König Franz, das war ein Freund von Bandern, Löwen und Tigern. Gleich früh, bevor die Sonne kam, da saß der vor seinen Viechtern. Und wenn dann die Minister kamen, da brüllte Franz gemeine: Was kümmert mich der ganze Kram, mach einen Dreck alleine. Nun sollte mal ein Kampfspiel sein, wo sich die Bestien fressen. Das war sowas von Franz sein Sinn und öfter den Mätressen. Von nah und fern kamen angerannte Leute, um zu gucken. Und jeder sprach, es wird interessant, wenn sich die Bestien... Verzeihung. Und jeder sprach, es wird interessant, wenn sich die Bestien schlucken. Schon sitzen alle auf ihrem Platz und glotzen durch die Brille. Da hüpft ein Löwe mit einem Satz in diese Totenstille. Das war ein fürchterliches Vieh mit schauderhaften Ohren. Der legt sich Franzen fies auf fies und rollt sein Schwanz im Buchen.
Trüff kommt ein Tischer angesaust mit mordbegierscher Fratze und hebt das allen heimlich kraus zum Angriff seine Tatze. Schon will der Löwe, wild gemacht, sich revanchieren beim Tischer. Da stürzen aus dem Zwingerschacht zwei Leopardenfeister. Nun stehen sie alle vier da und fauchen wie besessen. Das Publikum es denkt, aha, jetzt werden diese Stein fressen. Auf einmal fliegt ein Handschuh nein in die vier Biesterrunde. Und zu einem Ritter hört man schreien, die schöne Gunigunde. Mein holder Freund, nun zeige mal, ob Mut du hast im Leibe. Da geh nun doch jetzt ins Kampflokal. Dann kriegst du mich zum Weibe. Die Leute werden vor Schreck ganz blass und flüstern schlotternd leise. Was die sich rausnimmt, Ernst, das ist keine Art und Weise. Und wirklich latscht der Ritter kühn jetzt nein bei den vier Katzen. Die tun zwar mit den Ohren glühen, doch feixen ihre Fratzen. Denn wenn sie auch gefährlich sind, der tut imponieren. Den Handschuh reicht jetzt freundlich hin. Was? Na, einer von den Vieren. Der Ritter sagt, ich danke schön. Dann faktern bei der Dame und der Stut tut er stolz den Rücken drehen. Adieu, du ganz Infame. Das kommt davon, wenn eine Maid ihren Liebsten so tut kränken. Kein anderer hat das Weib gefreit. Man kann's auch keinem vordenken. Die schönsten Sachen sind eigentlich von der Lene Vogt für mich die Miniaturen. Und da gibt es Lieblingsminiaturen und meine allerliebste kleine Miniatur ist die Kokospalme. Eine Blume, die prägt der Halme, eine kleine Kokospalme. Und die denkt so vor sich hin, eigentlich hat's gar keinen Sinn, dass ich traurig hier in Sachsen mich so schinde mitten wachsen. Streng ich mich noch so an, Nüsse wären ja doch nicht dran. Das gibt's Klima gar nicht her. Also wachs ich auch nicht mehr. Druff zu enden ihre Pein, ging die kleine Palme ein. Oder auch mein erster Apfelkuchen. Alles muss ein Weib versuchen, keine Mühe darf man scheuen, drum bug ich ein Apfelkuchen in der Küche, ganz allein. Mir zur Linken in ein Näppchen schnitt ich Apfelstückchen ein.
rührte in ein Milchstöpfchen dann ein Häppchen Hefe ein. Butter, Zucker, Mehl und Eier haute ich mit dem Schwung zusammen, kam vor Freude ganz in Feuer, dass mir was zum Kaffee haben. Kosten tat ich wie besessen, und ehe ich mich recht versah, hat ich den ganzen Teig gefressen, es war nur noch der Äppel da. Und was gehört zu einem schönen Apfelkuchen dazu? Nämlich ein Kaffee. Oh. Oh. Der Morschenkaffee. Es ist doch jeden Tag ein wahres Fest, wenn man sich früh sein Kaffee schmecken lässt. Da liegt so richtig alle Würze drin, die für den Daseinskampf unnötig sind. Man nüppelt alle Eigenschaften draus, die herzhaft machen für jeden Strauß, den's auszufechten gilt in sein Büro und für alle Kämpfe an der Schmo. Solange noch der Magen nüchtern hängt, fühlt sich der Mensch belämmert und bedrängt. Doch kaum kluckst eine Tasse Kaffee, nein, oh. Da zuckt der Kräftestrom durch Mark und Bein. Drum lob ich mir mein morschen Göttertrank und sage jeder Bohne einzeln Dank. Denn was mir auch geglückt ist in mein Leben, das hat mein Kaffeedörp mir eingegeben. Solange noch der Magen nüchtern hängt, fühlt sich der Mensch belämmert und bedrängt. Doch kaum kluckst eine Tasse Kaffee, nein, oh, da zuckt der Kräftestrom, oh, da zuckt der Kräftestrom, ah, da zuckt der Kräftestrom durch Mark und Bein, fein. Ganz herzlichen Dank an Tom. Die Geburtstagsfeier neigt sich langsam dem Ende, aber nur langsam, denn wir haben natürlich noch eine Überraschung. Wie bei jeder Geburtstagsfeier gibt es eine schöne Überraschung. Und zwar, was viele nicht wissen, Lene Vogt war in Leipzig, das wissen wir, sie war später dann im Norden oben, sie ist nach Flensburg gegangen, weil sie es in Leipzig auch ein bisschen satt hat, Rainer, ne? Kann man auch verstehen, sie ist dann weg. Und wo sie auch war, ist hier in Pirna an der Bastei in der Sächsischen Schweiz. Da hat sie Urlaub gemacht. Ich habe vorhin schon mal diesen Mann erwähnt, der Herr Geil, mit dem sie, ihrem Geliebten, war sie unterwegs und ist hier die Elbe hochgefahren. Da fuhren die Dampfer noch, nicht nur im Linienverkehr, sondern mit Touristen hoch und runter. Und dann ist sie bis nach Tschechien, was damals noch Tschechei hieß, gefahren und hat natürlich hier in der Sächsischen Schweiz auch wunderbare Gedichte geschrieben, die vertont wurden. Und deshalb bitte ich den Tom, diesen Abschied von der Sächsischen Schweiz jetzt zu präsentieren. Abschied von der Sächsischen Schweiz. Leb wohl, oh Kuhstall und ihr Schrammelsteine. Adieu, adieu, du herrliche Bastei. Zur Großstadt lenk ich wieder meine Beine. Und mit der Waldluft ist es nur vorbei. Der Gebirgsbach drin im Polenstale, so kullern meine Tränen ins Gebet. Wenn ich dran denke, wie zum
letzten Male. Ich selig gestern Abend latschte auf zur Höhe. Die Elbe floss so friedlich durch ihr Bett. Oh. Und auf dem Dampfer, oh, da machten sie Musik. Oh, vielen Dank. Rainer Vogel am Klavier, Alfred Kalfas am Bass und Frank Berger am Schlagzeug. Wenn nicht mein Portemonnaie die Schwindsucht hätte, ich führ tatsächlich noch immer zurück. Ich führ tatsächlich noch immer zurück. Ich führ tatsächlich noch immer zurück. Bleib doch gleich mal hier. Ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Titel und diese schöne Geburtstagsfeier. Bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Also ich finde das ja super, dass wir ihr gedenken können. Und wir haben ja auch unser Traditionskabinett hier unten. Und wir wollten eigentlich irgendwann mal die Ausstellung abbauen und sie einlagern und irgendwann vielleicht ihr wieder zeigen. Aber wir sind ja leider die Einzigen, die ihrer noch gedenken in Leipzig. Das ist ein ziemlich desolater Zustand, das ist aber auch nicht so schlimm. Wir wollen wieder die Sache belegen, auch die oder beleben. Wir wollen natürlich ihr Gedenken und ihr Archiv sicherlich auch mit wieder aufarbeiten und so weiter. Und deshalb haben wir gesagt, wir lassen dieses kleine Traditionskabinett hier noch stehen. Und wer es sich angucken möchte, also immer wenn wir aufhaben, können Sie das gerne eben betrachten. Wir holen noch mal die Gäste. Jawohl. Beate Laas, herzlichen Dank, dass du da warst und mit uns gefeiert hast. Anke Geißler, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und mit uns gefeiert hast. Und natürlich Gunter Böhnke. Und ich lasse euch nicht weg, bevor ihr noch quasi die Hymne der Sachsen vorgetragen habt. Lene Vogt, unverwüstlich. Was Sachsen sind von echtem Schlag, die sind nicht tot zu kriechen. Trifft ihr auch Kummer Tag für Tag, ihr froher Mut wird siechen. Das könnte noch viel schlimmer kommen. So feixen rische Sachsen, was andere Vorsprung schwer genommen, da empfehlen sie sich gewachsen. Und schwimmen die letzten Fälle fort. Da schwimmen sie mit und landen dort, wo die mal ans Ufer treiben. So ist es. Und so wird's auch bleiben. Vielen Dank.